Zwischen Erlabrunn und Johanngeorgenstadt hat es am Montagmorgen einen Zusammenstoß zwischen der Erzgebirgsbahn und einem Pkw gegeben. Nach ersten Angaben war der Ford von der Fahrbahn abgekommen und blieb am Bahnübergang in einem Schneehaufen stecken. Zwar versuchte der Pkw-Fahrer noch, den Bahnfahrer, der mit seinem Zug von Johanngeorgenstadt nach Zwickau unterwegs war, zu warnen, jedoch kam die Bahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und krachte in die Seite des Autos. Feuerwehren aus Erlabrunn, Breitenbrunn und Johanngeorgenstadt sicherten die Unfallstelle ab. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Notfallmanager der Bahn organisierte die Weiterfahrt der Bahnreisenden. Sie wurden mit dem Bus weitergebracht. Zum entstandenen Sachschaden konnten bislang noch keine Angaben gemacht werden.